Moin, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zur echten ersten Bücherwoche des Jahres 2019. Ja, wir befinden uns jetzt in der Kalenderwoche um Silvester und das war leider eine Woche, die bei mir ein bisschen kränklich dann begonnen hat. Da war nichts mit gesundes neues Jahr, sondern mich hat es direkt vom 1. auf den 2. Januar wieder mal mit dem Rücken erwischt. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich das jetzt, glaube ich, die letzten 2-3 Jahre so einmal im Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, im letzten Jahr war es ja so wirklich der Halswirbel, wo ein Nerv eingeklemmt war, bis das wirklich sich gelöst hatte. Und das war ja wirklich eine sehr unschöne Zeit, hat ja auch um die 3 Wochen oder ein bisschen mehr gedauert. Und hier ist es jetzt eher tiefer, also ja, auf jeden Fall tiefer. Und es scheint sich wohl irgendwie was verklemmt zu haben, was halt durchaus vorkommen kann. Und das hat sich nachts gelöst und es hat einen Blitz in meinen Rücken eingeschlagen. Und ich habe echt gedacht, ach nee. Ja, na, wer hätte das früher gedacht, hätte mir das einer mit 20, wenn das die Leute so erzählt haben, die über 30 waren, dass das so losgeht. Ich habe mir gedacht, die erzählen doch nur Mist, das kann doch nicht sein, dass das tatsächlich so, also, na, dass man wirklich mit ab 30 geht's irgendwie los. Und ja, hier merkt man das schon. Ich bin dennoch immer irgendwie verwundert, dass mir das sehr oft, während zum Beispiel Yoga-Übungen passiert, also beziehungsweise das eine hat sich ja verkeilt nach einer Yoga-Übung. Und hier habe ich mit Pure Life am 1. Januar angefangen, mir das ein bisschen anzugucken, habe auch ein bisschen was ausprobiert und dachte auch erst so, vielleicht irgendwie Muskelkater, aber das war es dann scheinbar nicht, ist halt irgendwie blöd, weil man kann halt dann wirklich kaum sitzen, nur irgendwie so in sich zusammengequält irgendwie sitzen und es hat dann bei mir tatsächlich auch wieder eine Woche gedauert. Ich war jetzt dann auch heute das erste Mal wieder in der Arbeit, also heute ist Donnerstag. Und es hat jetzt wieder eine Woche gedauert. Ich habe ab Montag schon gemerkt, okay, es wurde besser. Ich bin dann auch ohne Schmerzmittel ausgekommen. Aber ja, es sind halt Dinge, die man gefühlt einfach überhaupt nicht braucht. Vor allem ist halt bei sowas der Geist absolut da. Man ist fit, man kann sich nur nicht so richtig bewegen. Während ja bei einer Erkältung also auch einfach der Geist oft so dahin driftet. Und irgendwann fühlt man sich dann halt auch gelangweilt. Na, das ist, aber ich habe es mit Büchern und natürlich auch Serie und auch einem Film ganz gut hinbekommen, die Zeit sozusagen zu überbrücken. Lesen ist tatsächlich am Anfang dann doch nicht so einfach gewesen, weswegen ich dann auch auf ein E-Book umgestiegen bin. Und weil halt immer diese Bewegung, dieses Festhalten vom Buch, das ist immer nicht so leicht. Aber gut, die Woche hat im Grunde mit dem letzten, also die Bücherwoche hat mit dem letzten Buch aus 2018 gestartet. Und ich möchte jetzt tatsächlich meine Bücherwoche von Montag bis Sonntag laufen lassen. Bisher war es ja immer so von Samstag bis Freitag, weil ja Freitag dann der klassische Drehtag sonst war, was aber dann wieder mit den Kalenderwochen nicht ganz übereinstimmte. Das werdet ihr gar nicht merken, aber es sind jetzt eben 4 Bücher diese Woche, weil es eben theoretisch von Samstag bis Sonntag ging und ich da halt ein bisschen mehr Zeit sozusagen hatte. Aber ich möchte einfach diese komplette Kalenderwoche einfach aufnehmen, weil eine Woche fängt halt nicht Samstag an. Ne? Also von daher, ja, es hat auf jeden Fall 3 sehr gute Bücher in dieser Woche gegeben und leider auch einen Abbruch. Aber das dann einfach so nach und nach und werde euch natürlich die Bücher jetzt dann auch erst im Kurzen vorstellen, wie gewohnt, und dann in der längeren Rezensionsfassung. Das letzte Buch in 18 und sozusagen das erste Buch in dieser Woche ist Schildkrötenwege von Matthew Quick oder Wie ich beschloss, alles anders zu machen. Ein Buch, das leider viel zu lange auf meinem Sub war, irgendwie in Vergessenheit geraten ist, obwohl ich von dem Autor auch schon 2 Bücher gelesen habe und die wirklich toll fand. Und ich jetzt einfach dachte, ja, das liest du in 18 noch und das habe ich dann auch getan. Dann ging es weiter mit Jane Austen, Jagd auf das verschollene Manuskript von Kathleen Flynn. Ein Buch, das ich letztes Jahr in Frankfurt von Hugendubel bekommen habe, beziehungsweise es mir von Thorsten ausgesucht wurde. Und ich jetzt auch einfach dachte, es wird einfach mal Zeit, es zu lesen. Und mir war nach Zeitreise und nach Jane Austen. Und deswegen habe ich dann auch zu diesem Buch gegriffen.
Als es dann so ein bisschen losging mit dem Kranksein, habe ich zu einem E-Book gegriffen, und zwar Der Atem einer anderen Welt von Shannon Maguire. Ein Buch, das ja für den Januar erst angekündigt war. Das E-Book war aber schon Ende Dezember erhältlich. Und da ich davon einfach von 2-3 Leuten so viel Positives gehört habe, musste es dann einfach auch gelesen werden. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, wie es mir gefallen hat, erzähle ich euch dann natürlich ausführlich. Und dann kommt das abgebrochene Buch der Woche, und zwar Höllenkönig von James Abbott. Ebenfalls ein Buch, das ich in Frankfurt von der lieben Paddy bekommen habe. Wir hatten ja da unsere Book Challenge, wo wir, ja, wo zwei Kingsianer im Grunde ja ein Buch mir vorgestellt haben, und das war ein Buch von Paddy, und wie man sieht, war mir dann doch nach Der Atem einer anderen Welt nach etwas düsterer Fantasy. Ja, und deswegen habe ich dazu gegriffen, weil es wurde auch einfach Zeit, dass das jetzt gelesen wird. Aber leider abgebrochen. Aber wir starten natürlich wie immer der Reihe nach, und das erste Buch der Woche ist Schildkrötenwege von Matthew Quick. Und Matthew Quick ist auch der Autor von Silver Linings, der ja verfilmt wurde mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, und auch der Autor von Die Sache mit dem Glück. Hat mir beides sehr, sehr gut gefallen, und deswegen hatte ich den Autor auch so ein bisschen auf dem Schirm, und mich hatte hier eben auch einfach so ein bisschen der Klappentext sehr angesprochen. Ich habe es damals vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und hatte fälschlicherweise Matthew Quick mit Gavin Extens irgendwie verwechselt. Das fand ich jetzt aber gar nicht so weiter schlimm. Manchmal passiert das halt einfach. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich auch von Matthew Quick bereits 2 Bücher gelesen habe und auch angetan war von diesen. Ja, wir treffen hier auf Nanette. Das ist schon immer ein sehr spezielles und ja, anderes Kind, als man es vielleicht von anderen Kindern oder Jugendlichen kennt. Sie selbst versteht sich sehr gut mit Erwachsenen, auch mit ihren Lehrern. Allerdings viel, viel weniger mit ihren Mitschülern. Also sie hat wirklich ein Problem mit Kindern im gleichen Alter. Mit denen kommt sie überhaupt nicht zurecht. Und ja, sie zieht es schon immer eher zu den erwachseneren Menschen und fühlt sich da auch wohl. Sie erhält ein Buch von ihrem Lehrer, das sie sehr zum Nachdenken bringt. Also es wühlt sie regelrecht auf, und sie fragt sich, ja, warum sie sich eigentlich in ihrem Leben so eingeengt fühlt und warum man immer das tun soll oder muss, was andere von einem erwarten. Und ja, diese Gedanken bringen sie ja wirklich so um ihre Stunden, und ja, irgendwann fragt sie sich eben auch, sind nicht die eigenen Wünsche viel wichtiger? Und sie trifft dann eben auch auf den Autor des Buches, und da merkt sie, es muss sich etwas in ihrem Leben ändern. Ihre Einstellung muss sich ändern, wie sie ihr Leben lebt, muss sich ändern, und auch, dass sie all das, was jemand von außen erzählt, nicht so wichtig ist, auch das muss sich ändern. Eine Geschichte, die tatsächlich eher, würde ich sagen, für Jugendliche gedacht sind, die so ein bisschen in der Findungsphase sind. Es ist für mich ein klassisches Jugendbuch mit einer ganz tollen Message, und man nimmt da auch als Erwachsene noch ein bisschen was mit, gar keine Frage. Also die Welt durch die Augen von Nanette zu sehen, das schafft Matthew Quick wirklich sehr gelungen, sehr grandios. Hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht, diese sehr spezielle Jugendliche kennenzulernen. So mancher Gedanke kam mir unglaublich bekannt vor. Und das war irgendwie so herzerwärmend und schön, dass man eben auch einfach dachte, ja, das hat er ganz, ganz toll im Grunde geschaffen. Ich mag den Stil von Matthew Quick nach wie vor sehr gerne. Er ist sehr flüssig, er ist tiefgründig, und die kurzen Kapitel in diesem Buch machen einem das Lesen auch sehr einfach, weil man immer wieder denkt, oh, noch ein Kapitel geht und noch und noch, und ja, das motiviert schon irgendwie. Also nicht, dass ich das unbedingt brauche, aber es macht natürlich das Lesen schon wirklich angenehmer, wenn die Kapitel nicht zu lange gestaltet sind. Ja, es ist wie gesagt eher ein Jugendbuch, was eben schon auch irgendwie helfen kann, sich so ins Erwachsenenleben einzufinden. Sehr wichtig sind die Themen Freundschaft, Zusammenhalt, glücklich sein und auch die Liebe darf bei Quick ja gefühlt nie fehlen. Und das sind einfach Themen, die ich immer wichtig finde. Nicht nur, wenn sich jemand gerade sucht, wenn man jugendlich ist, sondern natürlich auch durchaus im Erwachsenenalter. Und ich finde sie aber besonders für Jugendliche wichtig, weil ich glaube schon, dass man es manchmal sehr schwierig in der heutigen Zeit hat, immer zu wissen, was ist richtig, was ist falsch und was tut mir eigentlich gut. Und das schafft dieses Buch, finde ich, von Quick wirklich gut, diese Message rüberzubringen. Die Protagonistin bleibt aber irgendwie doch ein bisschen ferner. Ich hatte nicht so richtig das Gefühl, komplett ja, sie zu kennen, irgendwie alles von ihr nachzuvollziehen. Auch der Draht kam nicht so richtig auf, die Wellenlänge war nicht ganz einfach, was vielleicht auch einfach
einfach daran liegt, dass ich doch schon über 30 bin und einfach ein paar Schritte weiter bin als unsere Protagonistin. Und ich glaube, dass das Matthew Quick eigentlich ganz einfach mit Absicht gemacht hat, damit sich eben wirklich eher Jugendliche mit ihr identifizieren konnten. Denn Nanette ist schon sehr speziell. Und wie gesagt, in manchen Dingen habe ich mich auch wiedererkannt, aber vieles oder manches blieb mir doch ein bisschen ferner von ihr. Man merkt eben in vielen Situationen, denen man eigentlich ein bisschen Mitgefühl haben sollte oder überhaupt was fühlen sollte, dass es eher kühl bleibt und man auch ein bisschen unberührter bleibt, was ich irgendwie schade finde, dass so die Emotion nicht komplett getragen wurde. Auch die Nebencharaktere blieben ganz schön blass. Also gerade was die Freunde angeht, die Mitschüler, vielleicht sogar die Erwachsenen, das bleibt alles so ein bisschen fern und das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich die tatsächlich mehr gerne gegriffen hätte. Aber es ist ein wunderbares Buch, hat mir wirklich gut gefallen, hat mich gut unterhalten, hat mich gut durch die Tage sozusagen getragen. Ich habe immer gern dazu gegriffen, hätte mir aber eben einfach nur ein bisschen nähere Charaktere gewünscht. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Fand ich ein bisschen schade, aber ich glaube, dass wenn man einfach jugendlich ist, wenn man in dieser Erwachsenenwerden-Prozess sozusagen drin ist, dass man dann wirklich ganz viel auch aus diesem Buch nehmen kann, weil es ist eben erzählerisch erzählt, verdeutlicht einem das eben auf sehr schöne Art und Weise und nicht einfach wie so eine Art Sachbuch oder ähnlichem oder, na, wie man das ja oft kennt, sondern es macht das eben einfach mit einer schönen Geschichte drumherum. Nanette wird mir dennoch mit ein paar Dingen im Gedächtnis bleiben, ist kein Charakter, der mir komplett fern blieb, aber ein bisschen mehr Nähe hätte ich mir einfach gewünscht. Und ich habe mir auch ein Zitat rausgeschrieben, das ich euch nicht vorenthalten möchte, und zwar: Vielleicht sollten nicht alle gleichzeitig ehrlich zueinander sein. Vermutlich war die Welt für so ein Übermaß an Ehrlichkeit gar nicht geschaffen. Und das fand ich einfach sehr schön, weil ich glaube, tatsächlich genauso ist es. Ja, ich konnte das nur unterschreiben. Ich habe den Satz 3-4 Mal gelesen und dachte, ja, genauso ist es. Die Welt ist manchmal für manche Dinge einfach gar nicht gemacht. Und Schildkrötenwege finde ich wirklich gut. Und ich glaube, als Jugendlicher hätte ich da noch ein bisschen mehr Lesespaß gehabt. Hat mir dennoch gut gefallen und kann es wirklich allen Jugendlichen ans Herz legen. Beziehungsweise wer vielleicht auch schon Kinder hat in dem Alter, der wird da auf jeden Fall eine schöne Lektüre finden. Weiter geht es dann mit dem Buch von Kathleen Flynn. Jane Austen, Jagd auf das verschollene Manuskript. Ja, wie erzählt, waren wir ja letztes Jahr mit Hugendubel, also wir, die Kingsianer, mit Hugendubel unterwegs. In Frankfurt hatten wir auch die Möglichkeit, Videos zu drehen in der Hugendubel-Filiale. Und dort haben wir uns eine Buch-Challenge ausgedacht, wo eben die jeweils beiden anderen Kingsianer oder zwei der drei anderen Kingsianer eben immer so in einem Wettstreit getreten sind. Und wir haben uns 5 Fragen gestellt und dann konnten wir uns entscheiden, zu welchem Buch wir greifen. Und dieses Buch habe ich von Thorsten bekommen, da wir einen Tag vorher durch den Hugendubel auch geführt wurden und diese besondere Empfehlung auch erhalten haben. Allerdings muss man hier sagen, das deutsche Cover hatte Thorsten und mich doch ein bisschen abgeschreckt, während das englische, das blende ich euch einfach mal kurz ein, schon eher wirklich der Geschichte nahe kommt. Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, zum deutschen Cover hätten wir beide nicht gegriffen, obwohl die Geschichte mit Zeitreise und Jane Austen spannend klang. Aber zu dem englischen Cover, und als wir das gesehen haben, da hatten wir, glaube ich, dann schon eher Lust dazu, auch dazu zu greifen. Ja, man sieht es schon einfach am Titel. Es geht hier um Jane Austen und die Geschichte beginnt 1815 in Surrey und wir treffen auf die Ärztin Rachel und den Schauspieler Liam. Beide kommen aus einer nicht definierten Zukunft. Das heißt, wir wissen nicht, aus welcher Zeit die beiden kommen. Aber sie sind eben beauftragt, in die Vergangenheit zu reisen, eben in 1815 und sollen dort eben das verschollene Manuskript von Jane Austen wiederfinden. Ja, die Watsons, um dieses Manuskript ranken sich, glaube ich, tatsächlich Legenden und Gerüchte. Es soll eines ihrer ersten Werke gewesen sein, die sie eben nicht vollendet hat, beendet hat, das auch nicht veröffentlicht wurde. Und auf diese Suche begeben sich nun eben Liam und Rachel. Sie dürfen die Vergangenheit nicht verändern und sollen auch möglichst gar keinen Einfluss auf irgendetwas nehmen, was natürlich gar nicht so einfach ist, denn beide treffen in dieser Geschichte
auf verschiedenste Charaktere um Jane Austen herum und natürlich auch auf Jane Austen selbst. Und da natürlich dann keinen Einfluss zu nehmen, ist natürlich leichter gesagt als getan. Zudem gibt es natürlich neben dieser zeitlichen Geschichte so ein bisschen diese Jagd auf das verschollene Manuskript, was so ein bisschen in eine Krimi-Richtung vielleicht geht, in so einen Spannungsroman. Wir haben natürlich ein bisschen Liebesgeschichte, wir haben aber durchaus eben auch diesen Zeitreiseaspekt, was natürlich dann auch wiederum ein bisschen dieses Historische uns zeigt. Also es ist eine wunderbare Mischung an Genres, die alle super gut zusammenpassen und die dieses Buch wirklich zu einem besonderen Buch gemacht haben. Die Zeit um 1815 wurde perfekt eingefangen. Also wer sich mit Jane Austen und dieser Zeit schon ein bisschen beschäftigt hat, vielleicht auch das ein oder andere Buch von ihr selbst schon gelesen hat, der weiß in etwa, wie die Zeit damals aussah. Ich selbst habe auch schon eine Biografie über Jane Austen gelesen und auch, ich glaube, in ein oder zwei Büchern, wo es um besondere weibliche Autorinnen gegangen ist. Da trifft man natürlich immer auf Jane Austen, denn sie war für ihre Zeit einfach eine ganz besondere Frau, die eben in diesen Fokus gekommen ist, obwohl das für diese Zeit zu dem Frauenbild überhaupt nicht gestimmt hat. Dementsprechend war dieses Buch sehr nah an 1815. Der Vorteil auch war, wir sind hier komplett in dieser Zeit geblieben. Wir haben keine Switches in unsere Zeit oder in diese ferne Zukunft gemacht, sondern wir sind da drin eingetaucht. Und die Autorin hat es wirklich geschafft, mir das Jahr 1815, also überhaupt diese Zeit, sehr nahe zu bringen. Sie hat mir alles bildhaft erzählt, sie hat mir die Umgebung ja wirklich sehr detailreich rübergebracht. Und ich finde auch einfach, dass die Charaktere so handeln, wie man sich das vorstellt. Uns wird das Frauenbild erzählt, wie es eben zu dieser Zeit war, was es damit auf sich hatte, wie die Gesellschaft war, wie das so mit reich und arm war. Und es hatte so ein bisschen auch was von, also Downton Abbey, einfach nur von dem, wie sich natürlich die Reichen benehmen und diese Unterschiede. Wir haben jetzt natürlich nicht diesen großen Unterschied gehabt, also ne, aber man merkt einfach, ja, dieses Feeling wird da auf jeden Fall eingefangen. 1815 sind ja nochmal 100 Jahre vor Downton Abbey, dementsprechend war es natürlich ein bisschen ja, intensiver und anders. Und ich mochte eben auch wirklich, wie mir diese Zeit erzählt wurde. Und das hat sich für mich auch einfach wie eine Zeitreise angefühlt. Und auch einfach so diese ganze Etikette und warum muss man sich viermal am Tag umziehen und solche Dinge. Das fand ich mega spannend. Natürlich auch diese Suche nach dem verschollenen Manuskript wirklich ganz wunderbar rübergebracht, sehr spannungsgehalten. Auch so diese Nebencharaktere, also wenn man dann an den Bruder von Jane Austen und sowas denkt, wirklich großartig gezeichnet, hat ganz viel Spaß gemacht, hat wirklich Freude bereitet, es zu lesen. Das große Aber, das Ende konnte mich leider überhaupt nicht überzeugen und begeistern. Es war sehr, sehr merkwürdig, hat für mich gefühlt überhaupt nicht zum Rest der Geschichte gepasst und es hat sich einfach auch ganz anders entwickelt, als ich dachte. Und es hat einfach so einen Weg genommen, wo ich dachte, ach nee. Also ich bleibe jetzt wie gespalten bei diesem Ende zurück. Es war jetzt keine komplette Katastrophe, aber es ist einfach nicht das, wo ich bei dieser Geschichte drauf gewartet hätte oder was eben einfach irgendwie auch zu der Geschichte gepasst hätte. Und das ist für mich eben auch einfach so das Aber. Die Geschichte war wirklich gefühlt nahezu ein absolutes Highlight, verliert aber eben mit diesem Ende doch einfach so ein Pünktchen, wo ich denke, ach Mensch. Nee, also fand ich sehr schade, hätte es mir einfach, also auch die Wege waren eigentlich andere und ja, ich weiß nicht, irgendwie war das Ende leider nicht meins. Dennoch, wer diesen Genre-Mix einfach mal erleben möchte, den wir hier wirklich haben, der sollte einfach mal dazu greifen, er sollte sich nicht vom Cover irgendwie beeinflussen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass der deutsche Verlag mit dem Cover einen großen Fehler gemacht hat. Denn alle, die Jane Austen lesen und dieses Cover sehen, erwarten etwas anderes, was drinsteckt. Und alle, die sich über die Geschichte da drin freuen würden, greifen nicht zu diesem Buch, weil das Cover so aussieht, wie es ist. Muss ich einfach ganz klar sagen. Ich als Zeitreise-, Spannungsleser-, historischer Fan hätte wahrscheinlich nie zu diesem Buch gegriffen. Ich meine, klar, man liest Jane Austen, wenn man das mag, greift man schon mal hin, aber mich hätte das Cover wirklich einfach abgeschreckt. Während ich denke, jeder, der so Jane Austen liest, oh, eine Liebesgeschichte, oh, so etwas in diese Richtung, der wird von der Geschichte, glaube ich, auch einfach enttäuscht sein. Also man sollte natürlich ein Buch nie nach seinem Cover beurteilen. Also ich meine, es ist schon wirklich auch von der Broschierung ganz schön gemacht. Aber ich glaube, weiter hinten oder so ist nichts. Nee. Aber ja, finde ich einfach schade, dass
dass das einfach so daneben ging. Ich glaube, dass das englische Originalcover da einfach viel besser gepasst hat und auch, glaube ich, mehr den Geist der Geschichte rübergebracht hat. Dann ein Buch, das ich euch schon in meinen Neuerscheinungen für Januar vorgestellt habe, denn ursprünglich ist es geplant, dass das Buch Ende Januar erscheint. Und soweit ich jetzt gesehen habe, wird das Hardcover auch erst Ende Januar verfügbar sein. Und ich habe mir aber das E-Book, habe ich entdeckt, beziehungsweise hat mir ein guter Freund erzählt, dass das E-Book schon da ist, denn es war, glaube ich, schon am 27. oder 26. Dezember zu einem absoluten Schnäppchenpreis von 7 Euro erhältlich. Und so günstige E-Books erhält man ja tatsächlich eher weniger, wenn man an Verlagsbücher denkt. Von daher finde ich, ist das hier auch einfach mal erwähnenswert, dass das E-Book hier so günstig ist und dass es eben auch einfach schon da ist. Der Atem einer anderen Welt beinhaltet 3 Novellen. Also im Englischen haben wir hier 3 etwas kürzere Bücher der Autorin. Der 4. Teil wird in diesem Jahr noch erscheinen und der 5. Teil ist für das nächste Jahr geplant. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann im nächsten Jahr Teil 4 und 5 vielleicht in einem Buch erscheinen wird. Man muss sich dem einfach bewusst sein, dass es 3 Geschichten sind, die man sich im Grunde in diesem Buch holt. Und dass es eben keine komplett aufeinander aufbauende Geschichte ist, die komplett erzählt wird. Das Schöne ist, dass in dem Buch wirklich erzählt ist, in welchem Buch wir uns befinden. Also es wird angekündigt, oh, jetzt kommt das 2. Buch und das 3. Buch. Auch mit dem Titel kann man so im Grunde etwas anfangen, dass man jetzt weiß, okay, die nächste Geschichte startet. Man darf aber eben einfach nicht damit rechnen, dass das eine durchgängige Geschichte ist, sondern eigentlich hat man hier 3 Geschichten gelesen. Der Klappentext ist der Hammer und auch die 3 Geschichten waren wirklich großartig. Denn wir treffen hier auf Kinder und Jugendliche, die ja bekanntlich zu allen Zeiten schon durch ein Kaninchenloch gefallen sind, in fremde Welten gestoßen sind. Und irgendwann kommen diese Kinder ja wieder zurück in unsere Welt, in unsere Zeit. Und manche Kinder stecken das ganz gut weg, andere möchten eben einfach zurück in ihre neue Heimat. Und da haben es natürlich die Kinder, Jugendlichen und auch die Eltern gar nicht so einfach. Es gibt eine Schule, die aufgemacht wurde von Eleanor West. Und in dieser Schule treffen sich eben all diese Kinder und Jugendlichen, die eigentlich wieder den Weg zurück wollen, sich also nicht damit abfinden, dass sie in unserer Welt jetzt gestrandet sind. Und wir lernen da eben sehr viele Schüler und Schülerinnen kennen. Wir treffen auf Nancy, die als Statue in der Halle der Toten gelebt hat. Wir treffen auf Christopher, der mit seiner Knochenflöte Tote zum Tanzen brachte. Und wir lernen besonders in der 2. Geschichte Jill und Jack kennen. Das sind Zwillingsmädchen, die aus einem sehr merkwürdigen Elternhaus kommen und irgendwann in einer Welt sich wiederfinden, wo sie im Grunde irgendwie auf eine Art Dracula und Frankenstein stoßen. In dieser Schule passiert natürlich allerhand. Es ist aber nicht so, wie wenn wir nur in dieser Schule wären. Zum Beispiel gerade im 2. Teil sind wir eben komplett in Jill und Jacks Leben und lernen sie von der Kindheit bis zum Ende der Kindheit sozusagen einfach kennen, lernen ihre Welt kennen und das ist auch im 3. Teil der Fall, wo wir einfach der Sache um diese Welten viel, viel näher kommen. Es ist eine grandiose Idee, das muss ich einfach mal ehrlich sagen. Es ist der Wahnsinn, was sich Shannon Maguire hier ausgedacht hat, wie sie diese Welten erschaffen hat, wie sie Welten verwendet, die wir alle kennen. Also wir lernen hier ein Wunderland kennen, wo wir uns natürlich an Alice erinnern werden. Es sind aber auch wirklich Welten dabei, die ich vorher überhaupt nicht kannte, die sehr düster sind, sehr brutal sind, schon manchmal ein bisschen morbide, aber ja, manchmal wird sogar gruselig. Und das sind einfach Welten, die ich großartig fand. Es hat wirklich Spaß gemacht, die kennenzulernen. Und wenn das auch nur immer mal so am Rande ist, oh, man schnappt immer mal wieder auf, da gibt es eine Welt, da gibt es eine kuchenessende Königin. Und das macht einfach großartigen Spaß. Also diese Welten zu entdecken, die Schüler kennenzulernen, all ihre Geschichten dahinter irgendwie zu erfahren. Allerdings muss ich echt sagen, gingen die Geschichten einfach unglaublich schnell. Also ich hätte mir viel mehr Input gewünscht, ich hätte mir das bildhafter gewünscht, detailreicher, ausgearbeiteter. Es war an mancher Stelle leider doch recht oberflächlich und es wurde unglaublich schnell erzählt. Also es sind in einer Geschichte ist so viel passiert, das hätte locker wirklich für das ganze Buch an und für sich also gereicht, dass man das hätte ausführen können. Es macht natürlich Spaß, so durch eine Geschichte auch einfach mal zu rasen, sage ich mal, weil man einfach so viel mitnimmt auf dieser Reise.
Reise, aber es ist halt leider doch ein bisschen oberflächlich. Das muss man ganz klar sagen. Mir war das an mancher Stelle viel zu schnell und auch viel, ja, zu oberflächlich. Ich bin ja doch eher jemand, der gerade durch die High Fantasy verwöhnt ist, eben ja wirklich ein Gesamtbild erzählt zu bekommen, viele Details, und ich mag das eben einfach, wenn ich mir diese Welt einfach so vorstellen kann, wie sie ist. Das hat hier zum Teil gut geklappt, weil Shannon McGuire nicht nur eine grandiose Idee hatte, sondern natürlich auch schreiben kann. Also das finde ich zumindest. Und ich bin hier wirklich auch am Überlegen, mir den vierten Teil dann nicht vielleicht im Englischen zu holen, einfach um zu wissen, wie es weitergeht. Und so eine Novelle ist ja auch nicht allzu dick. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich mich an diese Novelle dann auch einfach mal wieder rantraue. Ich habe ja leider im letzten Jahr sehr wenig Englisch gelesen, was ich sehr schade finde. Ich denke, hier könnte man auf jeden Fall ansetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Fantasy-Highlight sein kann für größere Jugendliche und natürlich auch für Erwachsene. Und hier auch wirklich mal so eine Perle an Idee wieder vorhanden ist. Ich glaube, dass sich mancher einfach schwer tun wird, weil es drei Geschichten in einem sozusagen sind. Ich habe jetzt auch so manche Kritik gelesen, dass zum Beispiel einfach der zweite Teil nicht ganz so gut funktioniert, weil man eben anhand des ersten Geschichte schon vieles wusste, wo viele sagen, Mensch, anders hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht. Darüber lässt sich natürlich streiten. Ich persönlich fand es jetzt nicht schlimm. Mich haben alle drei Geschichten wirklich sehr in den Bann gezogen. Ich habe die auch wirklich so in einem Atemzug weggelesen. Mir hat das echt großen Spaß bereitet. Und ich glaube wirklich, das ist hier mal wieder was anderes, was Neues, was Innovatives und wirklich was man auch einfach mal braucht wieder. Also nicht aber so eine 0815-Geschichte, die durchaus auch schön sein kann, sondern allein die Idee ist hier wirklich großartig. Und wie sie umgesetzt wurde, daran hätte man vielleicht ein bisschen feilen können, aber das finde ich auch gar nicht weiter dramatisch, weil es mir einfach wirklich unglaublich gut gefallen hat. Leider überhaupt nicht gefallen hat mir der Höllenkönig von James Abbott. Ich habe das Buch nach knapp 160 Seiten von 600 abgebrochen. Ja, nachdem ich Der Atem einer anderen Welt gelesen habe, war ich irgendwie auf der Suche nach, ich sag mal, dunkler Fantasy, weil mir das eben in dem Buch von Shannon McGuire so gefallen hat. Da bin ich so durch mein Bücherregal gelaufen und habe eben ja den Höllenkönig gefunden, den ich letztes Jahr bei der Hugendubel-Aktion von Paddy ausgewählt bekommen habe. Ich wusste, dass Paddy nicht sehr angetan von der Geschichte war und dachte schon, gucken wir mal. Aber der Klappentext klang einfach unglaublich spannend und ich hatte eben auch einfach Lust auf dunkle High Fantasy. Ja, na, manchmal muss es eben im Buch auch passend sein. Daher ist der Sub ja dann gar nicht verkehrt. Man findet da gefühlt eben einfach alles, worauf man irgendwann einfach Lust haben könnte. Ja, wir treffen hier auf Xavier. Ich habe ihn jetzt einfach mal so ausgesprochen, der ein einstiger Kriegsheld war und auch Mitglied der Sonnenkohorte. Hieß es so? Ja, ich glaube. Ja, also eine Garde des Königs, und den treffen wir in dem Hochsicherheitsgefängnis Höllenfeste. Und weit ab der Zivilisation leben die Gefangenen dort ein sehr tristes, dunkles, ja gefühlt auch trauriges Leben. Und Xavier wird als der Höllenkönig benannt, da er der Anführer der Gefängnisbande ist. Und er hat eben da das Sagen und ist sich zwar seiner Schuld bewusst, was er angestellt hat, und sitzt dementsprechend auch irgendwie freiwillig in Gefangenschaft, weil er eben durchaus der Meinung ist, dass er da was falsch gemacht hat, wollen wir es einfach mal so nennen. So richtig freiwillig lebt er da nicht, aber es wird zumindest hinten so im Klappentext erzählt. Doch eines Tages, ergibt sich für ihn die Möglichkeit, auszubrechen, und dann geht die Geschichte gefühlt irgendwie los und ja. Genau, dann war es irgendwie vorbei. Zumindest bei mir. Also die Geschichte laut Klappentext hat überhaupt nichts damit zu tun, was einem dann erzählt wird. Ja, das Gefängnis wird am Rande so kurz erwähnt. Alles, was im Klappentext steht, passiert aber gefühlt in den ersten 30 Seiten. Und ich hatte mich hier auf eine Geschichte in diesem Gefängnis irgendwie gefreut, dass es da Bandenkriege gibt, dass es da irgendwie Intrigen gibt, dass man hier irgendwie versucht, innerhalb dieses Gefängnisses nach außerhalb Macht zu spielen, und dass wir eben auch von Xavier ein ganz anderes Bild bekommen haben, als es der Klappentext irgendwie angedeutet hat. Und
Ja, als wir dann aus diesem Hochsicherheitsgefängnis tatsächlich super einfach flüchten können, wo ich so dachte, ja, was ist es denn jetzt? Ist es wirklich gesichert? Warum kommt der so einfach raus? Der Ausbruch ging mir persönlich einfach viel, viel zu schnell. Und alles, was an Spannung irgendwie erwartet wurde, war so flop mit diesem Ausbruch vorbei. Und danach war das Buch einfach unglaublich langweilig. Man konnte sich nicht so richtig in die Charaktere hineinversetzen. Es war alles sehr oberflächlich. Es war sprachlich nicht wirklich sehr anspruchsvoll. Es war auch nicht spannend gestaltet. Es war nicht bildhaft erzählt. Es war sehr brutal. Es war zum Teil auch sehr widerlich, so was man gelesen hat. Ja, also so manche Stellen dachte ich schon, na, ich weiß nicht, ob ich das so möchte. Und alles, was irgendwie an Wendungen passierte, beziehungsweise auch den Charakteren passierte, ging viel zu einfach. Und das hat mich leider überhaupt nicht gepackt. Also es gab da so viele Dinge, ach, wo ich einfach dachte, Also ich habe angefangen mit dem Buch und so nach 1,5 Stunden oder lasst es 2 gewesen sein, dachte ich, ach nee, eigentlich, nee, was machst du hier eigentlich? Ne? Also das hat mich überhaupt nicht irgendwie fesseln können und es hat mich sehr enttäuscht. Aber wie gesagt, ich wusste, dass es Paddy, glaube ich, sogar auch abgebrochen hatte. Ich wusste nicht mehr warum, weil ich weiß, dass ich mir damals die Rezension von ihr nicht zu Ende angeguckt habe. Eben weil ich mir gerne auch bei Büchern, die ich selbst auf dem Sub habe, eigentlich ein eigenes Bild schaffen möchte. Aber ja, also es ist leider ein Flop. Also mir hat es überhaupt nichts gesagt, überhaupt nichts gegeben und mir hat es auch leider überhaupt nicht gefallen. Also es hätte so geil werden können, auch einfach vielleicht, wenn man hier hinten was von einem Despoten liest, der auf dem Thron ist und religiöse Zwiste. Man erinnert natürlich so ein bisschen an Game of Thrones, aber das passt halt auch einfach immer in unsere Welt, auch in unsere Zeit und es hätte gut sein können, es war es leider nicht. Also es war unspannend, unspektakulär, ein ganz schlechter Schreibstil und ja, leider nicht, leider nicht meins. Ja, und das waren sie nun, die ersten 3 Bücher des neuen Jahres, beziehungsweise die 4 Bücher dann auch der Woche. Einfach weil ich das eine Buch jetzt noch dazu gezählt habe, was ja eigentlich in die andere Woche gehört hätte, aber das ist ja für euch nicht weiter dramatisch. Ja, serientechnisch bin ich nach wie vor bei den Gilmore Girls. Ich habe die Staffel 5 zu Ende geguckt, bin jetzt ziemlich Ende Staffel 6. Muss aber sagen, dass mir schon so ab Mitte Staffel 5 dieses ganze Drama doch ein bisschen zu viel wird. Also es wird immer mehr zu so einem New Adult Roman für Größere und ich verliere da immer ein bisschen mehr den Spaß dran, das muss ich echt sagen. Das Augenrollen vermehrt sich. Ich bin immer mehr genervt von Rory, also die geht ja gefühlt überhaupt nicht. Lorelei macht es manchmal auch nicht besser. Ach, es ist nicht einfach. Also ich werde die Serie zu Ende gucken, einfach weil ich stecke jetzt halt schon in Staffel 6. Ich glaube, es gibt 7 Staffeln und noch diese 4 Extra-Folgen, die ja 10 Jahre später spielen. Und irgendwie will man schon jetzt mal wissen, wie das endet. Ich gehe ja davon aus, dass es irgendwie endet. Aber ich weiß nicht, die Veränderung, ich sag mal von den ersten 4 Staffeln zu Staffel 5 und jetzt zu Staffel 6, das ist schon etwas anderes. Ich habe jetzt auch von einer Freundin gehört, dass irgendwie die Autorin eine andere ist, dass sich deswegen vielleicht auch einfach das irgendwie verändert hat. Aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob man so viel Drama wirklich gebraucht hätte. Denn dieses Kleinstadt-Feeling, diese kleinen Problemchen des Alltags, des Lebens zusammen, das war eigentlich sehr schön, harmonisch und hat mir Spaß gemacht. Jetzt haben wir aber immer irgendwie Liebesdramen und ganz große Probleme und es werden Probleme gemacht, die eigentlich gar keine sind. Und ich muss echt sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich in meiner Welt lebe und nicht in so einer Welt, weil ich könnte auf allzu viel Drama also tatsächlich verzichten. Also ich weiß nicht, ob mein Leben einfach nur langweilig ist, wenn nicht so viel Drama passiert, aber das ist mir an mancher Stelle doch einfach zu viel. Also das, dass sich da nicht viel mehr Leute von den Zug werfen, ist eigentlich dann schon, Na, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich finde es manchmal schon ein bisschen zu viel des Guten. Ganz anders ist dann eine Reihe betrüblicher Ereignisse gewesen. Lemony Snicket erzählt uns in Staffel 3 das Ende der Suche oder der Reise sozusagen der Baudelaires Waisen.
eine Serie, die ich ja letztes Jahr entdeckt habe, Staffel 1, 2 auch weggesuchtet habe und jetzt kam eben Staffel 3 ab dem 1. Januar verfügbar. Und ne, wenn man krank zu Hause rumliegt, dann bietet sich ja eine Serie gefühlt auch einfach ein bisschen an. Und dann konnte ich diese 7 Folgen diesmal, glaube ich, tatsächlich auch so ja, schön an 3 Tagen oder an 2 Tagen wegsuchten. Ja, eine sehr skurrile Serie, die ja auch auf einer Buchvorlage beruht. Ich glaube, immer 2 Folgen waren ein Buch und es gab, glaube ich, 12 Bücher. Das könnte hinkommen. Und die letzte Folge ist dann im Grunde einfach der Abschluss dieser Reihe und es gibt ein echtes Ende. Und das ist eine Reihe, die einfach skurril ist, die merkwürdig ist. Das ist ein gruseliges Märchen für Erwachsene. Und im Vordergrund stehen natürlich diese 3 Waisenkinder, die Baudelaire-Kinder, die eben ein großes Vermögen haben und von Graf Olaf im Grunde gejagt werden, weil der hinter ihrem Vermögen so ein bisschen her ist, der grandios gespielt wird von Neil Patrick Harris. Und es hat einfach Spaß gemacht. Also es ist irgendwie skurril, es ist merkwürdig, es ist lustig, es ist emotional und man sitzt irgendwie so davor und denkt sich, hä? Aber es funktioniert irgendwie. Also ich kann nicht erklären, warum diese abgedrehte Story bei mir so gut klappt, warum mich da so gut unterhält, warum ich da so viel Spaß dran habe. Weil eigentlich würde ich sagen, ist das viel zu ja, abgespaced, hat es eine Freundin genannt, als dass das was für mich ist. Aber es hat mich perfekt unterhalten. Ich hatte großen Spaß mit dieser Serie. Und ich glaube, so in 2-3 Jahren kann man die sich auch einfach nochmal so am Stück anschauen und einfach Spaß dran haben. Also hier wirklich absolute Empfehlung von mir. Wer mal ein bisschen was anderes sehen möchte, sollte einfach mal reingucken, sich auch nicht abschrecken lassen von der Merkwürdigkeit. Aber es ist so schön, man hat manchmal so das Gefühl, die Geschichte wird so, also es passieren manchmal Dinge, da denkt man sich, ja, so ist es tatsächlich. Und die werden einem aber aus so einem anderen Blickwinkel erzählt. Also ich kann es nicht genau beschreiben. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Alle 3 Staffeln sind auf Netflix verfügbar. Und ja, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ja, schon bereits am Samstag, also jetzt theoretisch vor 2 Wochen, habe ich zusammen mit Phil Bird Box auf Netflix angeguckt. Das Buch von Josh Mellerman ist ja, glaube ich, vor 4 Jahren herausgekommen. Also ich weiß irgendwann um die Leipziger Buchmesse, weil ich es mir, glaube ich, damals auch auf der Buchmesse oder kurze Zeit danach mitgenommen hatte. Und es war wirklich ein Thriller-Highlight, der mich atemstockend zurückgelassen hat. Ja, so die Geschichte ist ja, dass irgendetwas da draußen vor sich geht, dass wenn man es sieht, dass man im Grunde wahnsinnig wird. Allerdings erzählt einem keiner, was er denn gesehen hat, weil dadurch, dass er ja wahnsinnig wird, kann einem das auch keiner sagen. Also es ist sehr logisch gefühlt durchdacht. Und wir begleiten eben eine Frau, die hochschwanger ist, als das im Grunde passiert. Und der Erzählstrang erzählt uns eben die Geschichte, wie die Anfänge der Krankheit sozusagen waren. Aber wir switchen auch auf eine zweite Zeitebene und da sehen wir eben, Sandra Bullock ist hier die Hauptfigur, die Frau, wie sie mit 2 sehr jungen Kindern auf einem Floß im Grunde schwimmt, also im Floß paddelt, also schwimmt ist das falsche Wort, ne? Also sie fährt mit dem Boot, oder? Ja. Ja, und diese 2 Geschichten werden uns, oder Perspektiven werden uns sozusagen erzählt und so ist es auch im Film. Und der Film war wirklich Hammer. Also ich bin nicht der größte Sandra Bullock-Fan, gar keine Frage. Also manchmal funktioniert sie ganz gut, finde ich. Manchmal denke ich, oh mein Gott, was ist nu? Aber bin ich nicht der größte Fan, aber ich mochte sie in dieser Rolle wirklich sehr, sehr gerne. Zudem treffen wir auf John Malkovich, den ich absolut vergöttere als Schauspieler, den ich großartig finde, der hier zwar irgendwie nur so eine etwas kleinere Rolle hat, aber der das auch unglaublich gut macht. Und das Besondere an der Geschichte, auch am Film, ist, dass man eben auch mit Atmen aufhört. Also es ist nichts für schwache Nerven. Es ist sehr spannend gestaltet. Es hat sehr viele Luftholmomente und dann eben auch diese Momente, wo der Atem stockt. Also wirklich großartig gemacht. Und ich finde wirklich, dass er das Gefühl, was ich so in Erinnerung habe vom Buch, auch wirklich durch den Film transportiert. Ich erinnere mich jetzt natürlich nicht 1:1 an das Buch. Ich meine, dafür ist es auch einfach zu lange her. Dafür hätte ich es vielleicht nochmal lesen müssen. Aber der Film funktioniert für mich. Also ich bekomme ein unglaubliches Gänsehautgefühl an manchen Szenen, Emotionen, ich habe geweint, ich habe mitgefiebert, es war Spannung und es war einfach unglaublich menschlich. Und wirklich dieses Atemanhalten war wirklich
wahnsinnig gut gemacht. Ich kann mich da eben aus dem Buch dran erinnern, dass ich da auch diese Momente hatte. Und auch hier sind einfach so viele ungeklärte Dinge, worauf man keine Antwort bekommt, weil es eben keinen gibt, der einem diese Antwort geben kann. Und das hat man in diesem Film wirklich großartig gemacht. Also wirkliche Empfehlung von Bird Box. Mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Ich kann auch das Buch empfehlen. Ich glaube, in der Taschenbuchauflage heißt es irgendwas mit Auf dem Fluss. Da dachte ich anfangs noch, oh, Josh Mellermans zweites Buch, bis mir im Klappentext klar wurde, ne? Also es ist ja oft so bei Random House, dass zum Beispiel das Buch ist klar, glaube ich, bei Penhaligon erschienen, wenn ich mich jetzt nicht irre, und das Taschenbuch dann irgendwie bei einem anderen Verlag, und dann ändert man ja auch sehr gerne die Cover und manchmal eben auch die Namen. Das war jetzt auch zuletzt bei Runa so von Vera Bug. Da hat man das Taschenbuch auch ein bisschen anders gestaltet und benannt. Und wo man erstmal so dachte, oh, ist das jetzt das zweite Buch oder was ist das? Und wenn ihr das sucht, sucht einfach mal nach dem Autor. Und ich glaube, bisher gibt es auch nur ein übersetztes Buch des Autors. Also absolute Empfehlung für Buch und Film. Auf Netflix verfügbar, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und gerne würde ich heute nochmal meine Spendenaktion für meinen Geburtstag ansprechen. Ich hatte es euch ja beim letzten Mal in der Bücherwoche schon erzählt. Die Aktion läuft jetzt noch etwas über eine Woche. Ich würde mich da einfach freuen, wenn ihr bis zum 15.01. auf die Spendenaktion geht und einfach einen ganz kleinen Betrag spendet und mir damit zum Geburtstag sozusagen auch eine Freude bereitet. Wie gesagt, ich würde mich über jede Spende wirklich unglaublich freuen, und es waren auch schon fleißige Spender da, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin und mich echt freue. Und guckt da einfach mal vorbei. Es ist für den Verein 7 Katzenleben, der in Spanien im Grunde Katzenleben rettet und aus der Tötungsstation die Tiere holt. Und ich bin da wirklich ein großer Unterstützer und Fan dieses Vereins. Und wenn ich spende, dann geht das in der Regel an den Tierschutz. Und ich sag mal, 80% meiner Spenden gehen an 7 Katzenleben e.V. Einfach, weil ich die Arbeit da toll finde. Die haben auch einen YouTube-Kanal, wenn euch das irgendwie interessiert. Guckt da einfach mal, da stellen sie auch immer mal wieder die Katzen vor. Also solltet ihr vielleicht sogar auf der Suche nach einer neuen Katze sein, guckt da einfach mal. Und es muss nicht immer irgendeine gezüchtete Katze sein, sondern ich glaube, Tiere aus dem Tierschutz sind wohl die dankbarsten, die man irgendwie finden kann. Und guckt da bitte einmal in die Infobox, da verlinke ich euch diese Aktion. Und ich würde mich, wie gesagt, über jeden Euro, der da spendet, würde ich mich sehr freuen. Und ich glaube, ein Euro tut keinem weh. Und wenn 100 Leute einen Euro geben, dann ist mein Spendenziel gefühlt eben auch einfach schon erreicht. Und darüber würde ich mich einfach wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Ja, das war es jetzt auch schon mit der Bücherwoche. Steht nichts mehr auf meinen Notizzettel. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin natürlich gespannt, was war euer erstes Buch des Jahres? Wäre ich sehr, sehr neugierig. Wie hat es euch gefallen? Was lest ihr vielleicht gerade? Habt ihr Serien gerade irgendwie gesuchtet über die Feiertage? Was könnt ihr da empfehlen? Ich meine, die Gilmore Girls sind demnächst vorbei. Da muss ich etwas Neues suchen, wenn ich nicht direkt mit Game of Thrones zum Rewatch anfangen möchte. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr über den Austausch freuen. Und guckt in die Infobox, da findet ihr auch alle Infos zu den Büchern. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.